Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Ach ja, was haben wir uns nicht schon rumgeschlagen, aber haben den Diamant jetzt. Damit gehen wir jetzt runter. Das ist ja das, was wir eigentlich wollten. Und wo kommt eigentlich die Karotte auf einmal her? Lag die da schon immer? Ich merke mir einfach, dass da eine Karotte liegt, falls man sie noch braucht. So, jetzt packen wir den Stab da mal erstmal rein. Und den Diamanten, den wohl da oben rein. Schon klar, aber hilft uns das? Passt perfekt. Hilft mir das jetzt? Oder ich nehme den Stab doch lieber nochmal mit. Vielleicht kann ich ihn auch anderswo gebrauchen. Den Stab irgendwie so da verwenden oder so? Was machen wir denn jetzt damit? Irgendwie... Ne, also gehört das schon rein? Wir müssen nur das Licht da irgendwie hinkriegen. Das ist das Ding. Auf dem Boden an der Figur gibt es seltsame Spuren. Es sieht so aus, als wäre die Figur gedreht worden. Genau das will ich doch. Ich muss versuchen, sie in ihre Ursprungsposition zurückzudrehen. Okay, dann dreh mal. Dreh nochmal. So ist schon ganz gut. So ist am besten. Yeah. Ausgezeichnet. Der Weg ist frei. Na, wenn das nicht mal gut gelungen ist. Sehr schön. Dann können wir da jetzt reingehen. Da ist auch das Buch, was wichtig für uns ist. Machen wir mal. Wir haben's. Das hier ist garantiert das geheimnisvolle Buch. Es ist alles mit der Hand geschrieben und es gibt einige Bilder. Hier wurden einige Wörter mit orangener Tinte geschrieben. Das gibt es doch nicht. Das Artefakt des Schicksals. Ich sollte das Buch so schnell wie möglich zum Erzmagier bringen. Ich werde ihm das Buch so schnell wie möglich bringen. Solange ich nicht auf den Hexer und seine Spießgesellen stoße, sollte ich morgen Mittag in Seefeld sein. Na, hoffentlich passiert nichts. Oh nein. Au! Was war denn jetzt los? Das nächste Kapitel wartet auf uns. Was ist da passiert? Ist ein kleiner Stein auf sie gefallen? Ich dachte, jetzt schließt sich da ein Tor, sie kommt nicht raus, alles bricht zusammen. Aber okay, Kapitel 2. Kapitel 2. Es lädt. In der Stadt heißt das nächste Kapitel. Bestimmt spielen wir jetzt wieder mit Bilbur. Es wechselt immer so schön zwischen den Charakteren. Das finde ich sehr cool an dem Spiel. Ja. Gute Bruchlandung, würde ich sagen. Warum starrst du so? Noch nie eine Stadtwache gesehen? Nein. Du bist ein Mensch, oder? Ich? Ja, könnte man so sagen. Wow. Mein Name ist Bartholomäus Anton Schildträger, königliche Stadtwache von Seefels. Und wer bist du? Nennen Sie mich Herr Unterberg. Mein Name ist Wetterquarz. Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Guron Gilbertwood und ich will Pirat werden. Wie wär's mit Unterberg? Nennen Sie mich Herr Unterberg. Ich bin in geheimer Mission unterwegs. Unterberg. So, so. Wo bin ich? Das ist Seefels. Die schöne Stadt am Meer. Residenz des Erzmagiers und Heimat der Seefels Finsterfiedler. Seefels? Dann habe ich es geschafft. Gerade so, würde ich sagen. Dachte schon, die Orks schießen wieder mit Grunzern an unsere Mauern. Ich muss den Erzmagier sprechen. Es ist dringend.
Da wünsche ich dir viel Glück. Die Wache am Tor zur oberen Stadt hat strenge Vorschriften. Die wird dich nicht einfach zum Erzmagier durchlassen. Ist der Erzmagier denn überhaupt gerade in der Stadt? Obere Stadt ist dort der Turm des Erzmagiers? Was meinen Sie mit obere Stadt? Na, die Stadt ist geteilt in eine untere Stadt und eine obere Stadt. Der Turm des Erzmagiers ist natürlich in der oberen Stadt. Und was ist in der unteren Stadt? Wirtshäuser, Händler, die Wohnhäuser des gemeinen Volkes. Nun, zumindest hat es da mal gewohnt. Jetzt nicht mehr. Ist der Erzmagier denn überhaupt gerade in der Stadt? Ist der Erzmagier denn gerade überhaupt in seinem Turm? Darüber darf ich keine Auskunft geben. So sind die Vorschriften. Können Sie mir denn etwas über den Erzmagier erzählen? Kennen Sie ihn persönlich? Natürlich kenne ich ihn. Die Stadtwache von Seefels ist auch für den Schutz des Erzmagiers zuständig. Warum muss er denn beschützt werden, wenn er so mächtig ist, wie alle sagen? Naja, er ist nicht unbedingt ein großer Kämpfer, glaube ich. Nicht? Nein, er ist etwas seltsam. Er denkt viel nach, weißt du? Seltsam. Warum tut er das? Wer weiß, wer weiß. Wo sind die Bewohner der Stadt? Wo sind denn die Bewohner der Stadt? Weg. Viele sind gestorben, als die Stadt belagert wurde. Oha. Und die meisten Überlebenden sind dann mit Gustav dem Schönen losgezogen, um sich für die Belagerung zu rächen. Das war dann eher weniger erfolgreich. Und wie viele Menschen leben hier noch? Nicht mehr viele. Wenn der Erzmagier seinen Turm hier nicht hätte, wäre die Stadt vielleicht schon aufgegeben worden. Klingt alles ziemlich traurig. Es wird doch wieder aufwärts gehen. Warte, bis wir den Krieg gewonnen haben und alle zurückkehren. Also, die da noch leben. Okay, warum bewachen Sie eine Stadt, in der so gut wie niemand mehr lebt? Aber wenn so gut wie niemand mehr hier lebt, wen bewachen Sie dann überhaupt noch? Ich bewache ja nicht die Bewohner, ich bewache die Stadt. Ich bewache sie so wie mein Vater vor mir und sein Vater vor ihm. Dessen Vater nicht, der war Hufschmied. Aber sein Schwager war bei der Stadtwache. Dessen Vater war Bäcker. Interessant. Ich muss weiter. Irgendwie werde ich schon zum Erzmagier kommen. Ich wage es zu bezweifeln. Aber ich muss auch zurück auf meinen Posten. Die Pause ist vorbei. Also, Herr Unterberg in geheimer Mission. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Wir laufen uns bestimmt noch über den Weg. Danke, Herr Schildträger. Bis bald. Okay. Und wenn wir da jetzt einfach hingehen, dann motzt er uns da von oben an? Oder wo geht er jetzt hin? Ich betrachte mal das Emblem. Ich glaube, das ist das Emblem der Stadt. Aber es ist ganz verwaschen und dreckig. Man kann nichts erkennen. Ja. Karnickel. Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Kannst du das Kaninchen einfach mitnehmen? Komm hier, ja, Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Genau. Weiß ich nicht. Ich betrachte einfach mal das Schild. Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Okay. Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Mhm. Was ist hier? Auwiesen. Ach so, das ist, gehört irgendwie dazu. Ist interessant. Au. Ja, okay. Was ist, wenn ich da jetzt hingehe? Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Na dann. Kommen wir da jetzt einfach rein. Okay, warte mal. Wenn wir doch einfach reingehen können und es ist ja auch nichts los und so, dann kann ich auch mich hier nochmal in Ruhe umgucken. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Okay, habe ich hier irgendwas übersehen? Das... Okay, da ist noch was, was ich mir nicht angeguckt habe. Den flachen Stein. Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer.
Er steckt halb im Boden. Willst du den kleinen Stein mitnehmen? Hebe den flachen Stein an. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Aber zu irgendwas bestimmt noch gut. Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Nee, dann lass mal sein. Lass mal sein. Betrachte den kleinen Baum. Ich glaube, da brauchen wir die Käfer bestimmt noch. Ein kleiner Baum? Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ein Zeichen der Hoffnung. Mhm. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist. Aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Schlank und biegsam? Ich weiß nicht genau. Und das Kaninchen und so. Gut, dann gehe ich in die Stadt. Lassen wir uns nicht entgehen, uns hier in Seefels umzugucken. Ein ziemlich schäbiger Marktstand. Sieht nicht so aus, als wäre da kürzlich etwas verkauft worden. Okay, sonst nix. Was ist hier? Betracht die Tür mit den Schildern. An der Tür hängen zwei Schilder. Auf dem einen steht Meister Markus Magische Magierschule. Auf dem anderen steht Ich bin gleich wieder da. Beide Schilder sind mit Spinnenweben überzogen. Sie müssen schon seit Tagen oder vielleicht Wochen an der Tür hängen. Okay, kann man da einfach reingehen? Betritt die Zauberschule. Hallo. Keiner da. Alles ganz leer hier. Betrachte die Kartons. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Und das surrt hier gerade ganz laut. Vielleicht ist hier irgendwas mit Müll oder so. Die Umzugsunternehmen müssen sich eine goldene Nase verdient haben, als die Stadt aufgegeben wurde. Dabei verdienen sie sowieso schon nicht schlecht. Sie sind fest in Goblinhand und niemand verhandelt mit denen gerne über ihre Preise. Was ist hier? Ein Gasthaus? Man hört eine Menge Schlechtes über heruntergekommene Gasthäuser. Andererseits sind sie häufig der Startpunkt fantastischer Abenteuer. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht genug davon. Also gehen wir rein. Hey! Hast du mal das Formular 12b für mich? Das blaue? Nee, ist nur ein grünes. Beeilung, die Post macht gleich Mittagspause. Du willst zur Post? Da komme ich mit. Ich will noch einen Zustellbescheid haben und ein Einschreiben aufgeben. Wieso hat er denn jetzt den... Was tun Sie da? Den Ring. Achso, den was Ring. Was wohl? Siehst du doch. Ihr Spiel. Oh, verdammt. Ich habe meinen Ausweis vergessen. Du kannst dir eine Kopie deines Reisepasses notariell beglaubigen lassen. Warte, ich markiere dir den Notar auf der Karte. Und was spielen Sie? Die einzig wahre Art von Spiel. Ein Rollenspiel. Okay, worum geht es bei dem Spiel? Und worum geht es bei diesem Rollenspiel? Es spielt in einer fantastischen Welt. Ganz ohne Drachen, Orks und Zauberei. Dafür mit... Oh, hier. Komm hierher. Ich habe die Steuerprüfer gefunden. Warte auf mich. Bin gleich da. Wenn ich diesen Stempel habe, kann ich endlich das Fiskaljahr abschließen. Du weißt, was das heißt? Finanzamt! Finanzamt! Oh Gott. Ja, sie spielen, die Realität ist sehr lustig. Mal das Ganze aus der anderen Perspektive. Und das Spiel soll Spaß machen. Und das Spiel macht Ihnen wirklich Spaß? Natürlich. Sicher. Man kann der öden Realität mit all der Magie und den Monstern entkommen. Und man lernt andere Leute kennen. Das Spiel spielen ja nicht nur wir. Es wird weltweit gespielt. Zurzeit sind 6 Leute online. Also 4 ohne uns. Ja, aber einer ist gerade auf Klo. Ja, cool. Und wann ist das Spiel zu Ende? Und wann ist das Spiel zu Ende? Wann haben Sie gewonnen, meine ich? Gewonnen? Wie im echten Leben gibt es keine Gewinner. Das Spiel hat kein Ende. Man spielt immer weiter und... Hey, eine Politesse will mir einen Strafzettel geben. Lass sie. Das ist eine Questreihe. Du kannst versuchen, schriftlich Einspruch einzulegen und dann musst du... Das Spiel hört also nie auf? Na toll. Darf ich fragen, was Sie beide sind? Darf ich fragen, wer Sie beide sind? Natürlich, ich bin Günther Meier, Level 42, Sachbearbeiter bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank.
Aber bald will ich umschulen auf Steuerberater mit Spezialisierung auf steuerwirksame Vermögensanlagen. Da ist noch mehr Musik drin. Und ich bin Martha Deufmer-Spieß, Level 40, Ortsamtsangestellte. Mein Fahrrad hat eine Dreigangschaltung. Ich habe keine Ahnung, wovon die beiden reden. Vielleicht muss das bei Rollenspielern so sein. Ich glaube auch. Auf jeden Fall glaube ich das. Ich wollte wissen, wer sie beide im echten Leben sind. Wer sie beide im echten Leben sind, wollte ich wissen. Ach so. Ich war mal ein erfolgreicher Krämer. Hatte einen Laden hier in der Stadt und viele Marktstände. Jetzt gehört mir nur noch dieser verfallene Stand draußen vor der Tür. Keine Kunden, kein Geschäft. Vielleicht könnte ich ja mal was von ihm kaufen. Ja, ja, super. Warum, Und wer sind Sie? Ich bin Meister Markus, der örtliche Magierlehrer. Sie sind der Magierlehrer? Könnten Sie mir vielleicht... Psst, das Spiel läuft. No, das ist irgendwie echt bitter. Fast wie im echten Leben. Was ist das für ein Apparat? Und dieser Apparat, was macht der? Na was schon. Wir machen unsere Eingaben und das Gerät zeigt uns, was alle anderen tun. Es speichert unsere Ausrüstung und steuert die Figuren, die nicht von anderen Spielern gesteuert werden. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie mit einem Server verbunden und der sorgt dafür, dass es läuft. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in... wo auch immer. Also, das Spiel ist so ziemlich das Albernste, wovon ich jemals gehört habe. Warum sollte man aus seiner eigenen Welt in eine Fantasiewelt flüchten, um dort sinnlose Aufgaben zu erfüllen? Vielleicht hat Bilbo da ein bisschen recht. Aber wir müssen uns auch gerade kümmern. Und deswegen betrachten wir das Glas. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. Was können wir mitnehmen? Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. Okay. Von Butterbier über Kürbissaft bis Feuerwhisky gibt es hier alles. Aber ich brauche davon nichts. Dabei klingt das alles so cool. Ein mächtiger Zweiender. Mhm. Vielleicht hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Wahrscheinlich. Können wir noch irgendwas machen? Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Okay. Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird und auch nicht, was die beiden eingeben, aber die Maschine scheint tadellos zu funktionieren. Na Mensch. Ich verstehe es. Okay. Vielleicht können wir hier tatsächlich irgendwie ausmachen. Ich verstehe es. Oder so? Können wir hier... Oder meckern die mich dann an? Eine Tür mit einem Schild. Servers Raum. Zutritt verboten. Steht drauf. Können wir da einfach mal da reingehen? Steht Zutritt verboten. Nur weil ich in einer Großstadt bin, werde ich doch nicht zum Gesetzesbrecher. Okay, okay. Aber vielleicht müssen wir das trotzdem irgendwann nochmal tun. Dann gehen wir erstmal raus. Lassen wir die beiden spielen. Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Mhm. Da liegt ein Sack auf dem Wagen. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte er mit vergammeltem Getreide gefüllt sein. Das kann ich nicht gebrauchen. Okay. Dann können wir das nicht gebrauchen. Dann gehen wir einfach weiter. Oder gibt es hier noch irgendwas zu gucken? Habe ich hier was übersehen? Ja, da unten. Betrachte den Abfluss. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Mhm. Ein ziemlich... Okay, und was ist hier oben? Tänzelnder Eberkopf? Was ist denn das für ein Name? Zum Tänzeln im Pony gibt's auch. Und da wir Herr Unterberg sind... Ach, hier oben ist er wieder. Stopp! Durchgang nur für Berechtigte. Ach, nö. Herr Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Wie ich ihn unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte, die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Außerdem ist es doch so viel witziger. geht so.
Dover Typ. Was muss ich tun, um zum Erzmagier vorgelassen zu werden? Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Nein, leider nicht. Na, siehst du? Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... Du wärst selbst ein Magier. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich. Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ich wäre selbst gern einer. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Tatsächlich? Wieso? Auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Turm. Also müssen wir Magier werden. Wenn ich einen Magier auftreibe, darf ich dann zusammen mit ihm in den Turm? Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen. Und ich muss ihm etwas geben. Tja, dann müsstest du schon selbst Magier sein. Woran erkennen Sie den Magier? Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Das heißt, wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier? Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich eben Diplom-Magier. So wahr ich Unterberg heiße. Viel Glück! Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält. Jo, kriegen wir hin. Wie wird man denn Diplom-Magier? Wie kann ich denn Diplom-Magier werden? Du? Gar nicht. Lach nicht immer so doof. Und wie können es andere werden? Es gibt Zaubererschulen. Ein Stück die Straße runter gibt's auch eine. Meister Markus Magische Magierschule. Allerdings hat Meister Markus sie schon vor Wochen dicht gemacht. Jetzt sitzt er den ganzen Tag im Gasthaus vor irgendeinem Rollenspiel. Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Kriegen wir hin. Oh Mann, ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, na ja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Wäre doch was. Ich meine, da hätte er doch bestimmt Bock drauf. Aber ob er es dann tut oder nicht und wie wir das hinkriegen, sehen wir im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.